Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man ein Bild mit Scribus anfügen kann und die Bildgröße auch ändern kann. Und wir öffnen zum Beispiel, also wir gehen erstmal zu Anfügen, zu dem Menü Anfügen und dann holen wir erstmal einen Bildrahmen und dann fügen wir erstmal hier hin. Und wenn wir schon einen Bildrahmen angefügt haben, dann drücken wir mit der rechten Taste und dann laden wir einfach das Bild. Das Bild müsste irgendwo hier sein. Wir holen zum Beispiel dieses Bild hier. Und man kann nicht das Bild sehen. Deswegen ist es wichtig, das zu drücken. Bild an Rahmen anpassen. Und dann haben wir einfach ein Bild hier auf unserem Rahmen. Und jetzt zeige ich euch, das Bild haben wir schon angefügt. Also unsere Grafik ist schon da. Und jetzt zeige ich euch, wie man zum Beispiel die Bildgröße ändern kann. Also hier auf der rechten Seite haben Sie dieses Menü Eigenschaften. Und wenn Sie das nicht haben, dann gehen Sie auf den Reiter Fenster und dann drücken Sie F2 und dann haben Sie einfach. Und jetzt zeige ich euch, wie Sie dieses Bild einfach so bearbeiten können. Also hier sehen Sie Bild 1, das ist der Name unseres Bildes. Und jetzt hier sehen Sie Geometrie. Und hier X-Position. X-Position bedeutet, auf diese Achse können wir einfach unser Bild einfach so verschieben, wie wir das haben wollen. Zum Beispiel, wenn ich hier oben drücke, dann merken Sie, wie es sich verschiebt. Sie sehen schon. Und wenn ich unten drehe, dann merken Sie, wie es an seine Stelle zurückgeht. Y-Position, Sie sehen schon, es wird auf diese Achse einfach so ein bisschen angestellt. Sie sehen schon, wenn ich hier drücke, dann bewegt sich das Bild und auch wenn ich hier unten auf der Y-Position drücke, dann sehen Sie schon. Also, das ist einfach, Sie können einfach Ihr Bild einfach so die Position ändern, wie Sie wollen. Und hier sehen Sie, Sie können auch die Breite hier ändern. Und wichtig dabei ist einfach, dieses Schluss hier zuzumachen, damit dieses Seitenverhältnis einfach bleibt. Also, die Höhe, die Breite können wir nochmal, wir können ein bisschen breiter machen. Sie sehen schon. Oder Sie können ein bisschen die Höhe so ein bisschen anstellen. Also Sie sehen schon, was wir damit machen können. Oder Sie können auch zum Beispiel das Bild drehen. Zum Beispiel unser Startpunkt ist einfach hier und dann kommen wir hier, wo Drehung steht, dann drücken wir auf diesen Knopf hier, dann merken Sie, wie das Bild sich dreht. Und wenn Sie das nicht mehr wollen, dann drücken Sie einfach zurück und das Bild geht an seine Position. Sie können einfach diesen Startpunkt ändern und einfach hier da drauf drücken und dann merken Sie, wie es sich dreht. Also, Sie können ändern, wie Sie wollen. Also, immer wieder die Startposition ändern und dann sehen Sie, wie es sich wirklich, ja, bewegt. Und wenn Sie fertig sind mit Ihren Drehungen oder mit Ihren Einstellungen, mit der Höhe und mit der Breite und die Position, dann können Sie einfach hier drauf speichern, einfach hier speichern oder Sie gehen einfach auf Datei und dann speichern Sie oder Sie exportieren einfach. Bei mir ist exportiere immer als Bild, also oder PDF-Datei manchmal. Und ich möchte euch nochmal zeigen, wie Sie auch das Bild so bearbeiten könnten. Zum Beispiel mit der Skalierung. Sie können auch das Bild einfach frei hier skalieren und dann können Sie die X-Position, die Y-Position, die Größe einfach angeben, wie Sie wollen. Und wichtig dabei ist einfach immer, dieses Seitenverhältnis muss einfach beibehalten. Also deswegen ist es wichtig, diese Kette zuzumachen. Sie sehen schon, wie wir skalieren, dann könnten Sie einfach skalieren, wie Sie wollen. Wenn Sie merken, Sie wollen zum Beispiel eine Stelle wegmachen auf der X-Achse oder auf der Y-Achse, dann machen Sie einfach mal. Aber wichtig ist mir, dass dieser Schluss einfach, diese Kette einfach zu bleibt. Also Sie sehen schon, wie Sie einfach so Ihr Bild einfach so anstellen oder umstellen können, ändern können, die Position, die X-Position, Y-Position und auch hier können Sie auch genau ändern, wie Sie wollen. Einfach da drauf drücken und sehen, wie es sich ändert. Und Sie können auch automatisch einfach hier ändern, wie Sie wollen. Also Sie können sagen, nee, ich möchte keine freie automatische haben, sondern einfach selbst ja machen. Also dann machen Sie so und dann können Sie einfach bearbeiten, wie Sie wollen. Sie können auch die Effekte einfach so erzeugen, wie Sie haben wollen. Zum Beispiel, Sie wollen die Helligkeit einfach nur höher haben. Dann könnten Sie einfach hier, wie Sie sehen, einfach so umändern,
Und es wird noch heller also, oder schwarzer oder ein bisschen dunkler. Und Sie können auch die Farbe hier ändern. Und dann könnten Sie zum Beispiel hier entweder schwarz, blau und Sie suchen sich eine Farbe hier. Dann sehen Sie, was wir erreicht haben. Oder den Kontrast können Sie auch ändern. Und immer wieder könnten Sie einfach auf diesen Knopf hier drücken, bewegen. Und dann sehen Sie, ob es optimal für Sie ist. Und wenn Sie fertig damit sind, dann drücken Sie einfach auf OK und das Bild wird einfach geändert und gespeichert. Also die neue, es wird einfach so, wie Sie das haben wollten. Und wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie entweder Sie exportieren oder Sie können einfach sagen, ich speichere. Aber bei mir exportiere immer, wie ich Ihnen euch gesagt habe. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Text da drauf haben wollen, dann klicken Sie erstmal, holen Sie sich erstmal einen Textrahmen und darauf können Sie zum Beispiel einen Text schreiben. Zum Beispiel Auto Export zum Beispiel. Ja, dann haben Sie schon geschrieben und auf der rechten Seite gehen Sie einfach auf Text, wie ich euch schon beigebracht habe. Dann können Sie die Schriftart einfach hier ändern, wie Sie wollen. Oder und die Schriftgröße können Sie auch zum Beispiel hier ändern. Also es wird immer größer zum Beispiel. Und die Ausrichtung könnten Sie einfach hier ändern. Die Zeilenabstand können Sie hier, momentan haben wir nur eine Zeile, es wird nichts bringen. Und die Schriftart, die Schriftfarbe können Sie einfach hier ändern. Momentan haben wir in Schwarz. Und jetzt habe ich auf weiß umgestellt. Und der Hintergrund könnten Sie einfach hier ändern. Sie suchen sich eine Farbe aus und dann könnten Sie nicht nur normal haben, sondern zum Beispiel radial und dann holen Sie eine zweite Farbe. Es könnte die rote oder die schwarze Farbe sein. Und mit diesem Knopf hier gucken Sie einfach, wie Sie das haben wollen. Also Sie bewegen einfach den Knopf und Sie können einfach machen, wie Sie damit haben wollen. Also Sie sehen schon, was ich mache. Also, und so könnten Sie einfach so bearbeiten und richtig den Spaß haben. Ich hoffe, euch geholfen zu haben und freue mich, das nächste Video mit euch wieder zu sehen.